Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video dann zum einen neuen Unboxing auf meinem Kanal. Heute schauen wir natürlich noch passend zum Juni in die UL Juni Monatsbox. Ich habe es ja letztens im Video ehrlich gesagt nicht gewusst, weil einfach draußen nichts draufsteht, woran ich hätte erkennen können, ob es die Probierbox ist oder halt die UL-Box. Aber jetzt wissen wir es, das was ich euch im Video schon gezeigt hatte, war die UL-Probierbox und heute natürlich hier noch die UL-Juli-Box. Ja, Bergfest auf jeden Fall, es ist Mitte der Woche. Und so ziemlich in einer Woche gibt es Zeugnisse. Da schon mal viel Glück für alle, die noch Zeugnisse bekommen. Und das wird ja auch hier bei uns in Brandenburg zumindest dann auch die Ferien einläuten. Ich fahre in diesem Jahr an die Nordsee. Und wo fahrt ihr so hin? Würde ich mal interessieren. Habt ihr euch was Schönes ausgesucht? Traut ihr euch zu fliegen? Ist halt auch ein bisschen ein schwieriges Thema momentan. Finde ich auch, ja, schade natürlich. Also sehr schade, gerade für Familien mit Kindern, die halt lange auf so einen Urlaub hinsparen. Sich freuen und natürlich mal eine Auszeit nehmen wollen und dann am Flughafen zu stehen und nicht wegzukommen. Also, das ist schon eine ganz schöne Scheiße auf jeden Fall. Aber ja, gibt immer zwei Seiten der Medaille. Da haben natürlich nicht nur die Leute an den Flughäfen dran schuld, sondern auch Leute, die vielleicht weiter oben sitzen oder so. Ja, hat halt viele Gründe. Ist halt aber trotzdem schade, wollte ich hier nur mal kurz anschneiden, bevor wir hier die Box aufmachen. Genau, dann würde ich mal sagen, legen wir einfach los und machen die kleine grüne auf. Passend natürlich für die Angelei auf Barsche und sowas alles. Forellen natürlich auch. Und zwischen 22,95 € und 29,95 €, je nach Abo-Modell und Länge, müsst ihr für diese Box ausgeben. Und dann starten wir mal und schauen und los. Ich habe sie ja schon mal aufgehabt, ne? Auch wie gesagt, wegen dem Video, weil ich nicht wusste, welche ist. Ich habe gedacht, wenn ich reinschaue schnell, kann ich an irgendwas erkennen, ob es die eine oder die andere Box ist. Konnte ich nicht. Aber jetzt wissen wir es, das ist hier die Monatsbox. Und deswegen schauen wir jetzt mal. Genau, dann fangen wir hier an mit der Firma Neuke, mit dem Smokin' Swinger. Swimmer, nicht Swinger. Swinger Club? Nee, naja. Smoking Swimmer meine ich natürlich. Hier so ein Dreierpäckchen. Das ist hier wahrscheinlich eine Sonderverpackungsgröße. Ich weiß nicht, ob sie im Laden in einer Dreierstückzahl geben würde, aber ich meine mich erinnern zu können, dass wir die im UL Adventskalender hatten. Und da hatten wir auch schon das Thema gehabt, dass drei irgendwie ganz schön wenig sind. Und ja, aber schöne Teile auf jeden Fall. Steht hier auch eine Farbe drauf? Nö. Body Vibration. Gar nichts drauf. Oh, ein bisschen wild. Okay, irgendwas mit Purple wahrscheinlich. Ne? Sieht halt sehr lila aus. Hoppala, da waren es nur noch zwei. Einer wollte gar nicht mehr rauskommen. Da. Boah. Wahrscheinlich nicht UV-aktiv. Nö. Ansonsten, ja, Neuke halt, aber ein normaler Gummifisch. Ne? Etwas schmalerer Tail hinten, wie man hier sieht. Sieht eher aus wie so ein kleiner Fuß. Ein kleiner Schuh. Wie so eine Kufe. Aber, boah. Rein damit. Ups. Dann haben wir von der Firma Mikado Micro Jig Heads. 5 Gramm Hakengröße 1. Ich bin mir nicht sicher. 1 heißt doch, also es gibt doch eine Größe, die 1 heißt und es gibt eine, die heißt 1,0. Aber ich glaube, 1,0 ist das Große, ne? Und Hakengröße 1 ist das Kleine. Ne? Aber ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich es falsch gesagt habe. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Genau, kommt aus Polen scheinbar die Firma. Oder zumindest die Internetseite. Ja. Schwupps. Dann haben wir... Ach je. Fängiger Köder, Warnung. Das waren hier Zeiten, also wer meine Videos schon wirklich sehr, sehr lange verfolgt, das waren so noch Zeiten hier, wo Köder in einzelnen Tütchen verpackt waren mit diesem, ja, zusammengetackerten Zettel hier. Das ist so bestimmt schon, boah, ist das 3 Jahre her? Ich weiß gar nicht, wie lange mache ich das schon? Oder ist es erst 2 her? Nee, ich glaube, es war schon vor Corona. Weit vor Corona, also das ist wirklich schon lange her. Aber hier auf jeden Fall so ein, ja, so eine Garnele hier auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Ah, die packen wir jetzt hier nicht aus, das wäre Quatsch. Schauen wir mal, ob die UV-aktiv ist. Nö, ist sie nicht. Oder eine Grille oder sowas in dem Dreh. Bin ich auch nicht traurig drüber, dass es die Zeit nicht mehr gibt. Wollte ich nur nochmal angemerkt haben. Ansonsten haben wir noch einen Savage Gear Jig Spinner drin. 5,5 cm, 9 Gramm ist er schwer. Und Sinking Fat Tail Spin nennt er sich hier in dem Fall. Von der Form her tatsächlich gar nicht mal so weit weg von einem... wie heißt der nochmal? Pulse Tail, außer dass der natürlich ein Doppelschwanzblatt, sagt man das so? Doppelblatt am Schwanz hat. Farbe ist hier übrigens Sinking IU. Fat Tail Spin 5,5 und 9 Gramm, genau. Ich
Spiegel. Oh, ich habe sogar ein Oberteil an. Ein Oberteil ist jetzt auch, als ob ich eine Frau wäre. Ich meine natürlich ein Shirt. Naja. So, da ist er. Ja, von der Form her würde ich fast sagen, der ist ähnlich wie so ein Pulsteil. Auch hinten tatsächlich mit diesem komischen Teil. Das müsste auch UV-aktiv sein. Sag ich ja, das leuchtet immer so doll. Okay, der hat jetzt hier auf jeden Fall noch einen Punkt. Oder zwei Schrammen, die zu einem Punkt zusammenlaufen. Boah. Ansonsten schönes Teil natürlich für Barsche, auch für Forellen sicherlich. Ist das Teil auch UV-aktiv? Ja, schon ein bisschen wild. Ja, sieht ganz schön aus. Schönes Ding. Also den kann auf jeden Fall toll gebrauchen. In jeder Box. Da kann man halt weit mitschmeißen. Man kann viel Gewässerfläche damit absuchen. Sind halt auch die Vorteile von denen. Man kann sie auch jiggen. Ja? Deswegen ist ja auch der Name Jig-Spinner. Irgendwie hat man, bringt man natürlich selten in Verbindung mit so einem Köder. Aber kann man auf jeden Fall machen. Und verschiedene Gewässertiefen absuchen. Gezielt die Fische halt ausfindig machen. Und dafür sind so ein Jig-Spinner halt wie gemacht. Ja, genau. Schönes Ding. Dann haben wir noch einen Spinner von Vibrax. Vibrax ist ja auch eine tolle Spinnerfirma. Habe ich auch schon einige in meinem Repertoire. Hakengröße, wollte ich sagen. Blue Fox, also Größe 3. Schöne Barschgröße hier auf jeden Fall. 8 Gramm oder ein Viertel, was immer das so heißt. Sind 8 Gramm eine Viertelunze? 16,32? Ja, so ungefähr, ne? Eliminates Line Twist, also der verhindert hier auf jeden Fall das Verdrehen von Schnur. Emilia, ach, okay, das ist nur eine andere Sprache. Okay, fast. So, Farbe wahrscheinlich irgendwas mit Gold, auch wenn es jetzt nicht draufsteht. Designed in Finnland. Ja, genau. Was haben wir hier? Steht leider nichts in Deutsch drauf. Wahrscheinlich Lauftiefe von 0,6 bis 1,30 m. Je nachdem natürlich, wie weit man absinken lässt. Und hier steht auch. Ich würde mal sagen, 45 Inch. Ah, weiß ich nicht, was das heißt. Das weiß ich nicht. Naja, egal. Ja, aber auch schön. Wie gesagt, zum Fischen toll. Sollte man auf jeden Fall in seiner Box haben. Und weiter geht's. Dann haben wir noch einen kleinen. Was ist das? Ein Oberflächenköder, würde ich mal sagen. Den Apache S60 TW für Top Water von der Firma Iron Claw. Von denen habe ich ja schon ewig nichts mehr in der Hand gehabt. TW Topwater, hier steht nochmal so eine kleine Legende drauf. Das kann ich mal so schlecht, vielleicht schneide ich mir die mal aus. Shallow Running Floating. Okidoki, Twitch Bait Sinking. Schön. So, Farbe. Iron Claw steht nicht so genau drauf. Doch hier vielleicht, oder? Größe 60 mm, 3,5 Gramm. Action Topwater und Running Depth 0,0 Meter. Aber keine Farbe. Also, ja, sieht aber so ein bisschen Ayu-isch aus. Oder nee, Ayu wäre mit einem Punkt drauf. Dann ist es halt so ein bisschen Natural Clear oder keine Ahnung, wie man das immer nennt. Oh, mit Einzelhaken dabei. Finde ich sehr schön. Ne? Ist ja in vielen Gewässern, in einigen Gewässern Pflicht. Ne? Da wären Drillinge natürlich nicht erlaubt. Und dafür habt ihr hier auf jeden Fall welche dabei. Finde ich gut. Also Einzelhaken in dem Fall. Schönes kleines Ding. Also der ist auch sehr schön. Der ist wahrscheinlich nicht UV-aktiv. Der leuchtet sehr UV-aktiv. Also der hat auf jeden Fall mal eine schöne Farbe hier. Schönes Ding. Sehr gut. Rasseln drin. Toll. Einfach toll. Nee, so rum. So. Dann haben wir noch einen Spoon. Den wollen wir nicht auspacken. Vorne UV-aktiv, von hinten. Okay, vielleicht packen wir doch aus. Erstmal ist er von Berkeley Area Game Spoons. Shisei heißt er hier. 2,2 Gramm wiegt das gute Stück. Also ein bisschen größerer Spoon und Farbe. Steht nicht drauf. Irgendwas mit Fire Tiger ist wahrscheinlich. Naja, egal. Egal. Du hattest mich nach dem Hallo. Und warum liegt hier eigentlich Stroh? So, von hinten nur glänzend. Wow. Und nochmal Ersatzhaken dabei. Wofür eigentlich? Wären die stumpf? Also, dann macht man sie scharf. Oder sind die halt so dünn, dass die verschleißen, brechen? Komisch. Schon ein bisschen komisch. Aber ich weiß es ja einer.
Ups. So, was haben wir noch? Lolli, vermutlich Zitrone oder Sonnengeschmack. Dann den It All Starts With a MFB. Immer noch ein ziemlich cooler Aufkleber. Und dann haben wir hier von der Firma 40s den unwichtigsten Flyer. Den kommen wir gleich in den Müll. Schwupps. Und das war's mit der Monatsbox für den Juni. Schöne Sachen dabei. Topwater, Jigspinner, normaler Spinner. Kein normaler Hardbait, sage ich jetzt mal so. Also da hätte man natürlich jetzt den normalen Spinner vielleicht gegen einen schönen Hardbait austauschen können. Also was, was auch so 1,50 vielleicht so tief läuft. Das wäre vielleicht nochmal eine Option gewesen. Ansonsten eine ziemlich schöne Komplettbox hier. Die Jigköpfe passen zu dem Moike, Bumstings, Smokin, Swimmer, genau. Ja, auf so einen Spoon brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, aber es ist halt doch so eine Forellensache. Kann ich verstehen, wenn sowas mit drin ist. Ja, ansonsten eine ganz schöne Box. Doch, gefällt mir ganz gut. Also, wie gesagt, gerade jetzt für die Jahreszeit mit Topwater und so, kann man auf jeden Fall mal machen. Genau, dann würde ich mal sagen, lasst mich gerne wissen, was ihr von dieser Box haltet und dann sehen wir uns schon bald wieder. Macht's gut, bis dann. Euer Lemmy.